Ich bin eigentlich Bildhauerin, seit ich existiere, mehr oder weniger, sagt zumindest meine Großmutter, eine schwäbische Großmutter, die hat sich jetzt schon immer installiert. Ich träume dann auch oft von den Objekten und von ihren Räumen, die sie umgeben, und näher mich dem dann immer wieder an über Zeichnungen und gehe dann vor Ort. Und keine Badewannen, sondern andere Dinge, die eigentlich nicht sehr nützlich sind im simplen alltäglichen Sinn, sondern eben irgendwo ritueller.